Hallo und herzlich willkommen bei der Gags TV Show. Am Donnerstag, den 16.11.2017 um 2.53 Uhr und ein paar Sekunden. 33, 34, 35 Sekunden. Schön, dass alle da seid, alle zahlreich erschienen seid und natürlich auch noch zahlreich erscheinen werdet. Endlich habe ich es geschafft, online zu kommen. Ich habe mich in den letzten paar Stunden gequält hier. Ich habe OBS-Update gemacht, ich habe Grafikkarten-Update gemacht. Ich dachte mir, cool, bevor ich anfange, durch alles neu, schön updaten. Neueste Version von allem und schwerster Fehler ever. Ich hätte schon ein paar Stunden früher online sein können, aber... Ich habe in Facebook so eine kleine Story geschrieben, was ich alles gemacht habe hier. Hin und her, tausendmal unter den Tisch gekrochen mit meinem Scheißbein, was mir jetzt noch mehr wehtut. Und auch, ja, unter den Tisch kriechen, wenn du dich nicht wirklich bewegen kannst, ist sehr gichtig, aber... Ich habe es geschafft. Ich bin online, ich hoffe, es läuft alles. Was noch geil war, ich hatte dann alles hingekriegt und auf einmal habe ich nur Mono-Sound gehabt. Nach mir, scheiße, habe ich irgendein Kabel berührt, nochmal an den Tisch, nochmal hin und her gefummelt und dann ging es jetzt. Aber die Musik ist mir noch ein bisschen zu laut hier. So. Gut, also spät in der Nacht. Drehen wir ein paar Runden Gran Turismo. Ich muss mich da erstmal ein bisschen erholen und beruhigen hier. Das hat mich jetzt schon ziemlich genervt, muss man sagen. Man hat Bock ein bisschen zu streamen, hat nach einem anstrengenden Tag und dann geht gar nichts. Also, Motto Beste hier, don't touch a running system. Ich hoffe, das klappt jetzt alles mit diesen ganzen Übertragungen. Ich habe jetzt Notfallplan 2 oder 3 benutzt, damit ich hier streamen kann. Aber wird schon hinhauen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich meinen eigenen Stream jetzt sehen kann auf meinem Fernseher hier. Dieser Stream ist zurzeit offline. Ich glaube nicht. Warte. Bin ich offline? Ich bin nicht offline. Refresh. Ich möchte schon meinen Stream auch sehen. Aber ich müsste online sein, ja. Ich müsste online sein. Ist offline? Warte mal. Bin ich offline oder online? Ja, Google öffnen. Twitch Gags TV. Doch, ich bin noch online. Alles gut. Also funktioniert das App nicht richtig da. Ich dachte mir, dass ich nicht am PC das laufen lassen muss, nutze ich hier den komischen Amazon Fire TV Stick. Das klappt doch eigentlich soweit. Noch rumgetestet, aber... jetzt hat... Nochmal Restart das Programm. Genau. Da bin ich ja online. Wunderbar. Schön. Okay. So. Diese Musik von Gran Turismo am Start hier oder von der PlayStation ist nicht ganz so dufte. Deswegen starten wir hier. Und mein Stuhl muss ich hier noch drehen. So. So, heute in der Früh muss ich wieder beim Arzt anrufen. Mal gucken. War sehr komisch, nach dem OBS-Update hat mein... Da wurde meine Capture Card gar nicht mehr erkannt. Nur schwarzes Bild. Viel hin und her probiert. Aber jetzt hoffe ich, dass es soweit funktioniert. Ich will nur mal kurz hier das, die Musik hier noch komplett ausmachen, weil wenn ich da einige Sachen auch auf YouTube stellen will, gibt es bei dieser Musik, auch wenn sie nur ganz am Anfang ist, ganz kurz, trotzdem Gemecker. Nicht das Menü, sondern wenn man das Rennen startet, welche ist das denn? Hintergrundmusik, Menü, Renn, Soundeffekt, der Hintergrundmusik, Wiederholung. Machen wir mal weg. Mal weg hier. Soundeffekte, Wiederholung, andere Musik. Die ist eigentlich cool hier. So, passt. Also, Season haben wir natürlich verpasst. Ist immer nur zwischen 19 und 23 Uhr. Das muss ich gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Aber erstmal nicht. Schauen wir, ob die Dailies sich geändert haben. Ah, mein Rücken, ey, Wahnsinn. Also, dieses Gekriechen unterm Tisch und dann hin und her gehumple da ist nicht wirklich förderlich.
So. Na gut, ich sehe, alles funktioniert. Alles funktioniert soweit. Würde ich aber trotzdem mal diesen einen Monitor da ausmachen hier. Trennen. Beibehalten, okay. Passt, brauche ich jetzt nicht. Brauche ich nicht. Also, was haben wir heute? Kein Rundkurs. Wann startet es um 3 Uhr? Also kann man jetzt... Ja, aber wir können doch jetzt nicht so schnell da... 5 Minuten und hier... 10 Minuten. Was? Wir müssen doch üben erstmal die Strecke. Ach, das ist das gleiche wie gestern mit dem Kyoto Park? Und das hier? Ja, probieren wir das zumindest. Wir fahren sowieso alle. Ich hoffe, das Bild ist nicht zu hell. Das Bild sieht mir irgendwie sehr hell aus mit der anderen Karte hier. Tuning erforderlich. Keine Autos. Ich dachte, das Auto wird gestellt. Reglement. Fahrzeug aus Garage. Marke. Ich muss das Auto jetzt kaufen, oder was? SFR Racing Konzept 16. Habe ich nicht. Dann das da. Fahren wir dann doch das, weil ich das Auto nicht habe. Sieht mir schon ziemlich hell aus. Gut, das ist eine andere Capture Card. Vielleicht ist es bei dir so komisch hell. Wer weiß. Ja, aber muss erstmal passen jetzt. Das fahren wir ein bisschen, wenn gut ist. Kein Bock mehr rumzubasteln jetzt. Genug mich geärgert mit OBS und dem ganzen Scheiß da. Fahren wir erstmal. Einfach fahren und. Alle scheißen, oder? Was ist das für ein Auto wieder hier? Ist das die Strecke von gestern rückwärts? Kann es sein? Die hat mich so genervt da mit dem einen Honda-Auto da. Ist das die gleiche? Sieht man auf der Karte schon so aus. Na ja, gespannt hier. Andersrum. Wo sind die zwei Pillar zum Bremsen hier? So eine schöne Linkskurve. Gestern sind wir die rechts gefahren. Ja, ist glaube ich schon die Strecke, nur verkehrt. Aber auch ein ziemlich langsames Auto. Hier können wir vielleicht so direkt fahren. Hier sind die zwei Hütchen. Ob die jetzt besser ist? So rum. Habe ich keine Ahnung. Schauen wir mal. Ist der Sound eigentlich nicht zu leise? Ich mach gleich mal den Spielsound was lauter. Die Musik ist mir zu laut. So. Müsste passen, ich müsste noch lauter sein als der Sound. Theoretisch, ja. Ich weiß nicht, das macht mir keinen Fun hier mit diesem Auto hier. So die gleiche Strecke, die ich gestern verflucht habe mit dem anderen Auto. Vierter Gang, sagte mir.
So, wieder einfahren. Ich krieg's nicht hin, dass die Musik nicht zu laut oder nicht zu leise ist. Boah, passt. Also noch eine Runde hier. Und Körbnutzung. Ja, das ist schon trotzdem ein cooles Fahren. Bleib gleich hier. Fällt mir ein, ich habe gar keinen Chat aktiv. Das habe ich vergessen. Ich sehe keinen Chat, verdammt. Ich habe keinen Chat mehr eingeblendet. Moment. Twitch Gags TV, falls ihr was geschrieben habt. Tut mir leid, ich habe es nicht gesehen, voll vergessen. Aber es ist so oft alles neu gestartet, hat mich wirklich genervt, hab vorhin. Pop out. Schließen. So, jetzt habe ich Chat. Mehrfach alles neu gestartet. Gut. Muss ich den Chat ein bisschen größer stellen. Chris, der Undressed. Nicht Filter, sondern ich möchte die Schriftart etwas größer stellen, weil ich bin alter Mann und sitze weit weg. Aktuell, wie stellt man das größer? Mach's einfach mal so. So, jetzt halt. Ja, das ist geil, wenn man nicht an der Jüngste ist. Das ist richtig. Ist richtig, da geht einfach alles schief hier. Salut, Papst, grüß dich. Ich habe jetzt einfach hier Google Chrome Zoom benutzt. Aber ohne Scheiß, das hat mich echt gerade genervt. Ich wollte schon vorher anfangen. Dann alles updaten. Nvidia Grafikkarte geupdatet, OBS geupdatet. Bei OBS dachte ich mir, scheiße, und jetzt OBS Update ist dann schwierig. Ja, dann ging nichts mehr. Capture Card geht nicht mehr. Aufnehmen geht nicht mehr. Stream ging nicht mehr. Und so beschissen unter den Tisch zu kriechen die ganze Zeit. Boah, ich habe so Rückenweh davon. Und noch mein Fuß immer wieder. Ich nehme meinen Fuß und ziehe den ja so komisch. Der kann sich ja nicht selbstständig bewegen hier. Aber ich habe auch geschrieben in Facebook, genau was ich gerade mache, was ich gerade vorhab. Immer, und ich habe ja meinen Post geschrieben, dass ich jetzt dann streame gleich. Dann habe ich darunter geschrieben, mir selbst hier erstmal geantwortet. Fand ich sehr witzig, sogar mit Bildern vom Fehler. Von einem Fehler zumindest. Wie auf einmal den Leerlauf. Zum Teufel. Gleiche Strecke, die ich gestern verabscheut habe, rückwärts. Wow. Das ist schon Karma. Ja, und wie? Hast du recht, Undressed. Ich frag da gerade, ob deine Nachricht okay ist. Da, bitteschön. Twitch hat mich gefragt, ob deine Nachricht okay ist, weil sie wurde erstmal geblockt vom Chat. Weil da Bit steht. 7 Spritzen, 4 Ampullen in der Rücken. Ach du Scheiße. Was schreibst du da? Hast du sie gefragt, ob sie dich heiratet?
Ich weiß nicht, ich habe mir auch schon, als ich starke Rückenschmerzen habe, Spritzen geben lassen. Aber irgendwie haben die nichts geholfen, keine Ahnung. Warte, ich versuche das gleich zu lesen. Das Gelenk. Und zweimal Absage bekommen, oder? Von den Korb hier. Jo, ich denke schon, sonst wärst du nicht hier. Hast du gesagt, erstmal die Hochzeitsnacht testen, oder? Gleich direkt hier nach der Spritze, weil jetzt geht mein Rücken ja wieder. Ich muss mal kurz mein Tablet in die Hand nehmen und die Musik leiser machen. Hier ist ja abartig. Ich komme da nicht ran. Warte mal, Mikrofon weg. Live vom Tablet ist die Musikeinspielung hier. Echt? Ach so, du hast sie echt gefragt, oder was? Ach so. Ja, das ist, du bist halt ein High wegen Spritzen, das kann man schon, ne? Darauf schieben. Unter Drogen und so. Nicht zurechnungsfähig. Also wie immer eigentlich, ne, bei dir. Und du sagst mir, bei dir ruckelt es nicht so, Papst? Ich sehe da und irgendwelche PS Pro-Angebote, Wahnsinn. Aber habe ich nicht die Kohle für sowas. Ist das Bild heller als sonst? Kann das sein? Bei mir kommt es vor, dass diese Zweit-Capture-Card, die ich als Reserve nutze gerade, heller ist. Mir sieht es schon sehr hell aus. Grüß dich! Schön, dass du den Weg zurückgefunden hast. Chicolino, oder? Passt das? Ja, bei dir läuft doch alles. Aber irgendwie muss ich schaffen, die zu tauschen gegen die Pro. Weil nächstes Jahr kommen viele Exklusivspiele raus. Und dann mal gucken hier. Wie geht's dir, Chicolino? Ich versuche gerade, die Strecke zu üben. Wir sind ja gestern gefahren, aber rückwärts. Und heute anderes Auto. Ne, wir sind ja gestern vorwärts gefahren. Heute fahren wir sie, glaube ich, rückwärts. So rum. Egal wie, auf jeden Fall ist es heute andersrum als gestern. Und sie hat mich gestern schon genervt. Die Schokolade habe ich aufgegessen. Du musst wissen, ich bin umgezogen und habe... Ich kann dir eine leere Nussini-Packung hinlegen, wenn du willst. Moment. Und ich habe noch nicht alles so eingerichtet hier, weil ich erst seit... Das ist mein dritter Stream hier von dem Ort, wo ich gerade bin. Und die Packung habe ich aufgegessen. Sonst wäre sie abgelaufen. Ja, bei mir nicht wirklich so. Ich habe einige Verletzungen an meinem Körper und die sind sehr schmerzhaft. Aber abgesehen davon habe ich überlebt. Ich war ja längere Zeit auch nicht da. Jetzt wieder regelmäßig. Ich habe es sogar vor täglich, aber täglich schaffe ich es im Moment noch nicht. Ich probiere es aber.
Was mich ein bisschen stresst, ist jedes Mal, wenn ich so ein Spiel spiele mit Lenker, muss ich jedes Mal das Lenker abbauen, hinbauen, wieder hin und her. Ja, finde ich auch nicht schlecht, dass ich überlebt habe. So schlimm ist das gar nicht, wa? Yes, na, wo sollen wir denn bitte schon hier bremsen? Wird man im Lazarett nicht geheilt eigentlich? Theoretisch? Jetzt sag mal hier, Papst, ist das Bild nicht heller als gestern? Oder Andres? Habt ihr auch gesehen gestern? Ist es von dieser Karte nicht extrem hell? So, die Straße ist... Ich habe jetzt, mit diesem Flux da, wie das heißt, laufen. Am Fernseher. Den Stream. Und das sieht schon sehr hell aus. Ja gut, du bist... Okay, wen frage ich da überhaupt? Du bist ja hier, Dings da. So. Du bist ja blind hier. Das finde ich gut. Du hast mir als stiller Zuschauer auch gefehlt. Deine Texte, die du nie geschrieben hast, weil du still warst, waren so geil, dass ich sie vermisst habe. Das ist schön. Wenn du wieder Zeit hast, dann passt ja. Muss ich ehrlich sagen, der Name sagt mir jetzt nicht so viel. Ciccolino. Aber wenn du sagst, du warst still, dann ist ja klar, dann, dass ich das nicht so weiß. Mal kurz raus hier. Ich meine, ich kann die Strecke so nicht, aber ich möchte doch Racing. Scheißegal, Hauptsache ein bisschen fahren, Zweikämpfe, das ist das Beste. Ich habe zwar keine gute Zeit gesetzt, aber mal schauen, wann es anfängt hier. Ich weiß nicht einmal, was ich eben gemacht habe. Gestern ist es zu lange her. Du hast damals nur Hallo gesagt, okay? Hast du denn damals auch gefollowt? Da kann man nachschauen. Also wenn du Ausrufezeichen Folgen eingibst, dann steht da, ob damals, seit wann du da warst oder das erste Mal und so weiter. Das ist ja das Schlimme. Du hast es eben gesagt und ich weiß es immer noch nicht. Oder weiß es nicht. Wow. Scheiße, follow nicht folgen. Entschuldigung für die Irreführung. gut, dass ich meinen eigenen Kanal kenne. 21. Dezember 2015, Tonne. Andres 10. Februar 2015 und Papst 25. April 2015. Wieso stimmt das nicht? Das passt doch. Damals habe ich doch, glaube ich, Diablo gespielt oder so. 20. September 2017. Wie das GaxTV gehighlightet wird hier. Du hast doch vorhin auch Papst. Dass du nicht Papa-Papst oder so? Ja, das kann ich ja nachschauen. Auch wie vorher. Das ist doch eigentlich wurscht. Ich wollte halt nur mal wissen, ob der Befehl noch funktioniert. Was zum Teufel? Echt? Der Na... Ohne Scheiß? Gut, dass du ihn geändert hast. Ist ja verrückt hier. Ich habe mir jetzt auch einen Account gemacht, damit ich mir selbst zusehen kann, mir selbst folgen kann mit dem Flux da. Hat er Tiger? Ach, der hat gewonnen. Alter, servus. Damals konnte ich drüber lachen, ja sicher, aber der Humor, der ändert sich mit dem Alter, wa? Entschuldigung, du bist nicht da, dann habe ich nichts gesagt hier.
Ja, da Twitch amerikanisch ist, kennen sie das Wort F nicht. Vogelfrei, meine ich. Aber hör auf, das ist cool. Ohne Twitch hätten wir es nie kennengelernt. Ohne Twitch müsste ich jetzt hier alleine Auto fahren. Kepo. Du meinst, das wäre das bessere Szenario, oder Andres? Mit dem nicht kennenlernen. Ach, hör jetzt mal auf, hier beim Umbau oder Umzug, was auch immer ich hier alles gemacht habe, habe ich eine alte Festplatte entdeckt und da habe ich eine meiner ersten Streams, das heißt Streams, Probestreams gesehen, damals, war es glaube ich noch Justin TV oder so. ...2014 habe ich offiziell hier begonnen und 2013 habe ich einmal, ohne zu wissen, dass es das ist, weil ich einfach wollte, dass andere Leute zusehen, wie ich spiele. Das war damals noch WoW oder so. Dass einfach die Gilde zuschaut. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach nur mich mir einen Account gemacht, habe da den Link geschickt und gut ist. Ich wusste nicht einmal, dass das alles so groß ist. Erst ein Jahr später habe ich gecheckt, dass es groß ist. Hätte ich noch weitergemacht, dann hätte ich noch ein Jahr früher angefangen. Und 2010, 2011 habe ich auf meinem Handy, ich glaube, das war das. Nicht 2010 war das gar nicht, das ist zu weit her. Ich weiß nicht genau, welche Zeit. 2012? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwann zwischen 2010 und 2013, sag ich mal, habe ich auf mein Handy, Samsung Galaxy S2 war das, glaube ich, falls es überhaupt möglich ist im Zeitraum, habe ich da auch eine App drauf getan, dass ich damals jemand zeige, wo ich da spazieren gehe, weil ich bin von München nach Stuttgart gefahren und habe dann demjenigen gestreamt, wo ich da spazieren gehe, auf der Straße. Und das war auch Justin TV. Also bin ich schon länger dabei, ohne es zu wissen. Wäre ich doch damals schon dabei geblieben, ne? Dann wäre das alles viel krasser geworden. Wieso ist denn eigentlich mein Account? Wenn du mit dem Flux schaust von. Ich war damals schon alt, Chiquilino. Sag sowas nicht. Wenn du mit dem Flux schaust von Fire TV, ist aber derjenige nicht eingeloggt, weil ich sehe mich selbst nicht im Chat. Bin nicht unter GaxTV im Chat, sondern ich habe mir einen Namen gemacht. Ich wollte eigentlich, dass der nur Gax heißt, aber Gax ging nicht. Auch nicht mit irgendwelchen Zahlen und Strichen und sowas, wollte ich halt nicht machen. Das war gichtig. Habe ich ewig gesucht nach dem Namen. Und jetzt habe ich mich zu Gaxter entschieden hier. Und mit dem Account kann ich jetzt zuschauen, weil dieses Flux-Programm, mit dem kannst du nur zuschauen, die Accounts, denen du folgst. Sprich, ich habe einen alten Account von mir umbenannt. Was mir gerade einfällt, das war nicht einmal der erste Account. Ich hätte doch den nehmen können, den allerersten, von dem ich gerade erzählt habe, mit dem ich damals schon gestreamt habe. Egal. Fahr einfach deine Linie, werde nur angreifen bei großen Fehlern. Was zum Teufel erzählt er mir da? Ich überlege, was war ich 2010? Da war ich genau 30, oder? Wenn ich 80 geboren bin? Ich habe keine Ahnung. Also es hat dich in den Wahnsinn getrieben, deswegen hast du diesen komischen Namen. Diesen Punkt-Punkt-Papst genommen. Ach, die gibt's gar nicht mehr, okay. Aber der andere war dann glaube ich auch schon auf Twitch oder so.
Ja, du weißt doch, dass ich... Schau mal, steht überall Gags 1980 und sowas. Das kommt nicht von ungefähr. Ach so, weil kein Nick frei war, hast du dann gedacht, ach, Punkt, 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 Papst, passt dann. Vierter. Genau, dann dachte ich mir auch, mach ich den Namen Gags 1004? Das hätte ja auch gegangen. Dachte mir, nee, scheiße, Gags 1980 ging nicht. Gags 1004 wäre blöd. Irgendwie komisch, ich wollte nur Gags allein, aber Gags allein ging nicht. Dann habe ich Gagster genommen, G-A-X-S-T-E-R. Falls ihr mich da irgendwo seht, das bin ich. Ich gehe nicht gern mit Gags TV irgendwo hin und laber darum, das ist dann so doof Eigenwerbung, ich mag das nicht. Mit dem Account werde ich jetzt rumhängen. Also du bist 9 Jahre, okay. Älter. Dann bist du 89 oder was? Ja, ich kann ja nachschauen im Deepboard, der hat hier die Namen auch gespeichert. Wann der F-Papst da gefollowt hat. So, erstes Rennen. Bis 89. Hast dich aber gut gehalten. Kannst du dafür noch gut schreiben hier. Wahnsinn. Graz. Nach dem Rennen. Erinnere mich nochmal dran. Ich bin mir sicher, ich vergesse das. Was machst du? Oh, scheiße. Entschuldigung. Ich habe das Radar nicht an. Ich wusste nicht, dass du neben mir bist. Ja, du musst mir nicht zurückrahmen. Lass mir doch ein bisschen Platz. Hör doch auf, Alter! Schaut an! Das war nicht die feine englische Art, Duke 71. Geht der Spruch auch auf Englisch? Übersetz mir das bitte. Das war nicht die feine englische Art auf Englisch. Stimmt, ich sollte auch mal Tabak kaufen. Ich rauche ja gar nicht. Vielleicht muss ich den Ausweis auch zeigen. Ist doch eigentlich gut. Alte Säcke passt doch an. Alles bestens. Da fühle ich mich auch nicht ganz so alt, wenn noch Ältere da sind. Klar, ich muss mich nur rasieren. Gut, ich habe momentan nur ein 4-Tage-Bart oder so. Hab ich gestern rasiert. Ich habe mich rasiert auf ein 3-Tage-Bad. Heute ist dann der 4. Tag schon. Habe ich nie gemacht, rauchen. Das sehe ich als Kompliment. Danke, Andrest. Pass auf, dass ich dich nicht undresste. Hast du den Account eigentlich erstellt, als du 34 warst? Oder warum undress 34? Ey, hör doch auf, mich zu ramsehen. Alter. Schon wieder dieser Duke hier. Ein Duke kommt selten allein. Kommt gleich 71 davon. Wer weiß, vielleicht wäre ich jetzt seine Lüge auf die Spur gekommen. Du weißt doch, dass du auf den Domino hören musst. Schau mal, Papst, wenn er jetzt irgendwas anderes gesagt hätte, hätte er sich verraten hier.
Vielleicht hat sie ja irgendwann die passenden Argumente, Peitsche und so, ne? Wow, 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 wow. Das ist ja hier... Ui, 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 Muad'Dib. Oh. Oder sie sagt, du darfst dann ihre zwei Scheinwerfer nicht mehr anfassen, wenn du nicht mehr rauchst. Wenn du nicht aufhörst zu rauchen. Meine Strahler. Oder so ähnlich. Und du weißt, was ich meine, Kappa. Also ich werde mit der Strecke nicht warm. Egal wie rum. Ich meine, die Waffen der Frauen meine ich. Wow, 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 es können ab und zu überzeugende Argumente sein. Schon wieder der Duke, Alter. Motherflower. Wie kommt denn der hierher? Boah, dieses Auto, wie das hier schaltet. Ja, komm. Wieder ein abdrängt. Ich lass dir doch Platz und er drängt mich ab, die Sau. Der Mr. Duke. Voll Fighting hier. Nee, hab ich gar nicht mehr. Aber doch, hat mal, als ich zurück war nach dieser langen Pause, mal kurz in WoW einen Brief geschrieben, hat Hallo gesagt. Und ich habe mich bedankt, habe geantwortet. Sonst nicht. Aber war nett, fand ich cool. Sowas, dass man Hallo sagt. P7, es muss gehen hier. Ja, das ist ein Duke, kein Dude. Ja, das war eine coole Zeit. Hat Spaß gemacht. Kann ich nichts Negatives dazu sagen hier. War schön. Klar, haben wir viel zusammen gespielt, viel zusammen gemacht. War cool. Ja, siebter. Was bin ich denn gestartet hier? Da, hier, Sir Duke 71. Der hat mir das Leben schwer gemacht. Der Engländer. Ja, doch, doch, da muss ich dich schon doof sterben lassen. Das ist nichts für papstige Ohren da. Als ob ich das noch wüsste. Gä? Genau, der Franzose. So, wo waren wir jetzt hier? Da waren wir, jetzt fahren wir mal... Kann ich das jetzt fahren? Nein, in 36 Minuten. Interlagos ist das. Ui. Was haben wir denn morgen für Rennen, falls ich 19 Uhr da sein würde? Wir haben... Autodrome Lago Maggiore. Das ist auch... Das war doch heute auch das gleiche, oder nicht? Und hier ist... das Dorf. Sollen wir nochmal? Nein, ich fahre nicht nochmal. Der Mist, fahr ich ja das hier. Da muss ich mir ein Auto kaufen jetzt. Merkt euch das mal. Was ist denn das für eine Marke? SFR Racing Concept 16. Was ist das? Was ist das für eine Marke?
SFR Racing Konzept 16, muss ich mal nachgoogeln. Als ob ich das in einer Minute schaffen würde, alles. SR Racing Konzept 16. Toyota ist das. Ein Toyota ist das. Okay, ein Toyota scheint das zu sein. Gut. Ja, aber ich habe doch nur 44 Sekunden Zeit für den Mist. Oder wie kriege ich das Auto? Ja, jetzt kommt auch noch ein Geschenk. Danke, aber ich wollte doch schnell das Auto kaufen. So, Musik leise gemacht hier. Vielen Dank. Geil wäre es jetzt gewesen, wenn ich genau das Auto bekommen hätte. Das glaube ich ist hier. Da. Toyota. Showroom. Das hier. Was kostet das? Ich muss das ja kaufen. Ich gewinne es bestimmt irgendwann. Genau. Oder kann man das gar nicht kaufen? 80.000 easy. Nichts ist unmöglich, Toyota. Steht das hier schief irgendwie? Ja. Oder ist die Kamera... Ja, ich kann sein, dass die Kamera schief steht. Ja, aber jetzt bin ich ja zu spät fürs Rennen. Rennteilnahme. Ja. Genau. Jetzt fahren wir mal hier Qualifying, dass wir die Zeit mal setzen. Schauen, wie sich das Auto hier verhält. Ich finde das doof mit diesen Rennen, dass sie so wieder so stündlich sind. Früher war das doch anders. Ganz am Anfang war es jede Stunde. Dann wurde es, glaube ich, jede halbe Stunde. Jetzt ist es irgendwie wieder komisch. So. Jawohl, die Höhe beste. Da freue ich mich wieder drauf. Habe ich auch wieder Bock drauf. Ah, Alex spielst du. Viel Spaß. Uiuiuiui. Oh, viel Spaß bei Skyrim-Nachfolger. Und danke fürs Dabeischauen. War cool. Hab mich gefreut, da ich deine stillen Texte vermisst habe. Chiquilino. Wow, was, wie? Ach, das ist... Oh, die kenne ich. Bin ich schon mal gefahren. Da war... Irgendeine Mission war mit dieser Strecke. Stimmt, ich habe letztens darüber nachgedacht, wie dieses Werkzeug da hieß. Mir ist das Wort Höhe nicht eingefallen. Hier haben einfach je nach Auto einfach YOLO lassen hier. Voll durch. Ja, was sind wir jetzt? Alpha 17 oder was? Was habe ich gezockt? Alpha 10, 12, 13. Gibt es irgendwann mal auch den Nicht-Alpha? Ja, aber hier bei der musst du Vollgas geben. Was du nicht Gas loslassen. Das mit dem Obenfahren habe ich schon probiert. Das ist nicht das Schlauste. Ich habe immer Zeiten geschafft, wo ich halt so im oberen Drittel und dann unten fahre. Mit Bossen. Ja, mach das. Vernünftig. Warum ist jetzt diese Runde hier rot? Was habe ich getan? Hä? Wird eine neue Bestzeit und ich fahre hier rot. Zählt nicht.
So, ich muss eine Bestzeit setzen, dann können wir probieren, oben unten zu fahren, was besser ist. Nur mal überhaupt eine Zeit setzen, damit ich dann fürs Rennen qualifiziert bin hier. Wow, einmal kurz Gas geluft und schon langsamer. Ich hatte vorhin überlegt, was soll ich jetzt spielen? Soll ich jetzt Destiny 2 weiter spielen, weiter leveln, endlich mal Max Level erreichen? Oder dann doch was anderes, Forza oder doch hier GT. Hab mich, glaube ich, für GT entschieden, wie man so sieht. So, noch eine Bestzeit. Komm, 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 komm. Und dann schauen wir gleich mal nach, was die Verrückten auf der Welt fahren hier. Verdammt. Ich habe es am Release-Tag kurz gespielt und den Tag danach. Und danach musste ich ins Krankenhaus und dann Umzug. Also, den Eindruck, den ich habe, ich find's sehr geil. Macht Spaß. Bin aber erst Level 18. Das, was ich gespielt habe, fand ich geil. Obwohl ich nicht so viel gesehen habe, das ganze, die ganzen Aufbauten und so, fand ich cool. So, rumlaufen, questen, das ist wie das 1er. Ich habe das 1er habe ich auf PS4 gespielt, aber ich habe es dann irgendwann gehasst wie ein Controller. Bin froh, dass das jetzt am PC ist mit Maus und Tastatur. Nein, auch nicht. Nee. Also ich habe am ersten Tag so rumgemacht, rumgelaufen, mir ist alles angeschaut, schön gemütlich, langsam, Story ein bisschen gespielt, auch ein paar so Events gemacht. Zweiten Tag auch ein bisschen so Events, mir das alles noch angeschaut. Nö, Story noch nicht durch. Ich glaube, dann wäre ich schon locker Max-Level. Die Weltspitze fährt 30,7, ich fahre 32. Ja, es passt doch, bist zufrieden. Also ist doch nur 2 Sekunden. Manche Strecken sind es 10 Sekunden, aber da die Strecke kurz ist, glaube ich, ergibt 2 Sekunden fast 10 Sekunden. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich hole mal kurz was zum Trinken. Sekunde. Schau, so viel hätte ich das denn liegen da. Ja, The Crew habe ich auch. The Crew habe ich doch damals gespielt. Aber ich weiß nicht, ob ich ganz durchgespielt habe und das Add-on von The Crew nicht, das mit neuer Grafik und Motorrad. Und ich freue mich extrem auf das 2er. Ob ich das 1er noch zu Ende spielen werde, glaube ich nicht. Da habe ich zu wenig Zeit für. Da sind so viele Spiele momentan. Ich habe momentan, glaube ich, 8 rotierende Spiele, wo ich Bock habe zu zocken, weil ich nicht viel Gelegenheit hatte in letzter Zeit und lange weg war. Werde ich jetzt einmal durchrotieren. Und finde ich gut, dass lieber du hast mehr Möglichkeiten zu spielen, als du hast keine. Also habe ich die ganzen Spieler, die ich jetzt noch spielen will, komme ich bestimmt über Sommerloch dann auch noch. Wieso soll es nicht so prickelnd sein? Es muss doch besser sein, der zweite Teil. Aber Sekunde, kurz trinken holen. Sonst kann ich hier nicht weiterreden, da mein Mund ziemlich trocken ist. 6 Minuten. Und ich glaube, ich gehe auch mal gleich Pipi machen, wenn es klappt.